Hallo zusammen, ein neues Video und zwar gibt es jetzt ein Aufgebraucht-Video, also ein paar aufgebrauchte Produkte der letzten Wochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht alles aufgehoben. Einiges habe ich auch weggeschmissen, eben durch dieses ganze Theater. Ja, ich wusste einfach nicht, wohin dann. Deswegen habe ich viele Sachen auch weggeschmissen, aber einiges konnte ich retten sozusagen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Natürlich, wie immer, leer geworden. Schaumfestiger und Haarspray, auch jede Menge. Ich bin etwas geschockt, denn als ich letzte Woche bei Rossmann war, musste ich feststellen, dass die dieses Haarspray, diesen Haarlack nicht mehr haben. Und da es den ja auch nur bei Rossmann gab und nicht bei DM, da gibt es den sowieso nicht, hoffe ich jetzt nur, dass das eine Ausnahme war und nicht, dass die das wirklich aus dem Sortiment genommen haben. Ich habe natürlich noch ein paar Backups, weil ich immer ein paar Backups davon habe, aber das wäre natürlich eine Katastrophe für mich. Ja, dann würde die große Suche nach einem neuen Haarlack losgehen. Das wäre wirklich ganz, ganz schlimm. Ich weiß es nicht. Mal abwarten. Ich muss mal zum anderen Rossmann gehen und gucken, was da los ist. Und gegebenenfalls mal nachfragen. Duschgel leer geworden, und zwar von Balea. Das Duschgel Paradise Beach mit Ananas und Kokosduft. Das hatte ich auch mehrfach. Habe es jetzt Gott sei Dank leer bekommen. Ja, Ananas und Kokosduft, natürlich immer ein Duft. Pina Colada, der ganz angenehm, ganz lecker ist. Ich habe es aber auch damals schon gesagt, ich bin im Moment wirklich kein Freund von diesen Balea-Düften. Habe mir auch keine neuen Balea-Duschgele mitgenommen, zumal ich auch finde, es gibt im Moment gar keine schönen Sorten von Balea, was Duschgel angeht. Ich habe echt diese Düfte im Moment komplett über. Sind mir einfach zu ähnlich alle, zu süß. Ich habe das Gefühl, ich habe die alle schon mal gehabt und irgendwie ist da nichts Neues bei. Deswegen habe ich mir, wie gesagt, auch keine neuen Balea Duschgele mitgenommen. Habe eben einfach erstmal nur alles aufgebraucht, was ich so hatte. Ein weiteres Duschgel, auch von Balea, das Red Love. Das ist dieses hier, das ist dieses... davon gibt es nur zwei Sorten, einmal eben dieses und ein goldenes. Und ich hatte mir das mitgenommen, eben weil das rot war. Rot und so, ja, so Schimmer mit drin hat. Ich wollte es einfach ausprobieren. Hier steht drauf, dass es ein Hauch von Kokos- und Pfirsichduft ist. Ein sehr, sehr schwerer, süßer Duft. Auch dieses hat mir überhaupt nicht gefallen und ich bin so froh, dass es leer ist. Viel zu süß, hat mir nicht gefallen. Dann leer geworden, so ein kleines Pröbchen, und zwar Original Source. Ich hoffe, dass das die Firma ist. Ich weiß es gar nicht. Ihr kennt ja sicherlich diese Duschgele in der Duftrichtung Lime. Und ich muss sagen, fand ich auch ganz, ganz furchtbar, ganz, ganz widerlich, den Duft. Ich mag eigentlich Limettenduft sehr, sehr gerne und mein Mann auch. Steht da total drauf normalerweise. Aber dieses riecht echt nach Klostein. Original Klostein. Finde ich ganz, ganz gräuselig. Werde ich auf keinen Fall kaufen. Wie gesagt, also selbst mein Mann hat zu diesem Duschgel gesagt, um Gottes Willen nie wieder. Das riecht wirklich nach Toilette. Gut, Geschmäcker sind verschieden. Vielleicht hat das einer von euch und findet das super toll vom Duft. Wir auf jeden Fall nicht. Dann leer geworden ein Produkt, was ich wirklich sehr, sehr gerne mochte. Und ich habe es euch auch schon sehr, sehr oft gezeigt. Und es hat super, super lange gehalten. Und zwar von Garnier Fructis, das Wunderöl Hitzeschutz und Pflege. Ja, 2 Jahre bin ich bestimmt damit ausgekommen. Ich mochte das ganz gerne. Zum einen mochte ich das sehr gerne. Erstmal ist hier ein Hitzeschutz drin, was ich schon mal super finde. Und ich finde, bei diesem Öl war es nicht so extrem. Also, wenn man zu viel genommen hat, dann hat man nicht sofort richtig fettige Haare gehabt, sondern man musste damit nicht so vorsichtig sein. Es gibt wirklich Öle, da habe ich auch ein paar von, wenn ich da ein ganz kleines bisschen zu viel reinmache, habe ich schon so fettige Haare, dass ich mir danach sofort die Haare nochmal waschen muss. Bei diesem muss man eben nicht ganz so vorsichtig sein und ja, Hitzeschutz ist hier mit drin und deswegen fand ich das sehr, sehr gut.
Der Duft ist nicht so unbedingt meins. Ich bin ja auch auf der Suche nach einem Hitzeschutzöl, was halt besser riecht. Und das ist irgendwie schwierig. Mir haben damals ganz viele geschrieben, schau dir mal die von L'Oréal an. Die habe ich mir auch angeguckt, aber da steht nichts von Hitzeschutz. Also ich kann bei meinem DM nicht das Öl von L'Oréal finden, wo auch ein Hitzeschutz mit drin ist. Und das hätte ich eben ganz gerne. Ich habe jetzt noch ein paar Pröbchen, kleine Ölpröbchen, die werde ich jetzt leer machen. In der Zeit werde ich aber natürlich schon nach einem neuen geeigneten Öl schauen. Wenn ich keins finde, muss ich eben wieder auf das zurückgreifen. Ich kann es aber auch empfehlen, ich habe es gerne benutzt. Also es hat mich jetzt der Duft nicht so abgeschreckt, dass ich das nicht benutzen konnte oder so. Dann natürlich auch eine Seife leer geworden, die Cremeseife Papaya und Buttermilch. Ich persönlich muss auch da wieder sagen, der Duft ist nicht meins, aber mein Mann fand diesen Duft ganz toll. Ich hatte die eben schon mal und deswegen habe ich die eben nochmal mitgenommen, weil er sie ganz gut fand. Für mich ist das egal, ich benutze solche Seifen sowieso nur zum Händewaschen und von daher ist das jetzt nicht so dramatisch. Dann Shampoo leer geworden und Spülung jede Menge. Und zwar einmal von L'Huéritel Total Repair Extreme mit Lack 1000. Das ist dieses hier, ein Shampoo. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein Shampoo. Ich mag die L'Oréal Shampoos, die L'Huéritel-Reihe sehr gerne. Das habe ich auch schon öfter erwähnt. Kaufe ich mir immer wieder mal nach und finde ich in der Regel eigentlich alle gut. Dann auch die Spülung Eau Magique leer geworden für trockenes und stumpfes Haar. Auch die mag ich sehr, sehr gerne. Dann von Gliss Kur leer geworden das Deep Serum, nein, Serum Deep Repair Shampoo und die passende Spülung dazu. Auch da habe ich gesagt, euch schon öfter, Gliss Kur Shampoos mag ich auch immer sehr, sehr gerne. Das sind eben auch die, die ich immer so im Wechsel benutze. Und das ist auch auf jeden Fall ein Tipp und eine Empfehlung von mir. Ihr solltet immer zwei unterschiedliche Firmen benutzen an Shampoos. Denn es ist meistens so, dass von Firma zu Firma, die halt ihre Inhaltsstoffe haben und je nachdem, was es für eine Sorte ist, haben sie halt von einem Wirkstoff mehr drin, vom anderen Wirkstoff weniger. Und eine andere Marke hat oder arbeitet vielleicht mit etwas anderen Wirkstoffen, um das Haar einfach nicht zu überpflegen, was man ja auch sehr gerne sehr schnell macht. Ist es halt ganz sinnvoll, öfter mal zu wechseln. So zwischendurch mit den Shampoos. Deswegen habe ich immer eigentlich Shampoos von zwei verschiedenen Firmen bei mir stehen und benutze die auch im Wechsel. Dann eine Haarkur leer geworden. L'Oréal L'Huéritel Eau Magique. Ist okay, finde ich in Ordnung. Ich habe mir aber auch überlegt, ich muss mir unbedingt mal wieder diese Wunderkur kaufen von Frizzies. Weil die hatte ich schon lange nicht mehr. Und ja, die finde ich aber auch nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich danach gemerkt habe, mein Haar ist besonders anders wie sonst, ja. Also dann leer geworden von Bübchen die Pflegecreme, die ich mir mal mitgenommen hatte. Hier sind 75 Milliliter drin, also auch relativ viel. Die hatte ich eine Zeit lang benutzt, um zum Beispiel meine Augen abzuschminken. Ja, dazu hatte ich sie benutzt und auch um mein Gesicht dann abends einzucremen. Ich mag Babycreme zwischendurch mal ganz gerne und ja, ist natürlich jetzt keine Anti-Aging-Pflege oder sowas, ist einfach nur Feuchtigkeit, halt ein bisschen fester von der Konsistenz und fettiger. Ja, okay, ist ziemlich schnell leer gegangen, also ich habe sie gut benutzt, mochte sie also anscheinend auch. Dann leer gegangen von Olas Essential Complete. Die Nachtcreme war ein 50 ml Tiegel, auch komplett leer. Ich fand die ganz angenehm. Ja, angenehm. Ich finde halt diese Olas-Reihe an sich, die hat irgendwas an Duft hier drin, was ich nicht so angenehm finde oder was mich irgendwie an alte Frau erinnert, sage ich mal so. Also ich finde nicht, dass die jetzt super schlecht riecht oder so, aber da ist irgendwas drin, das erinnert mich irgendwie immer an meine Oma. Ich weiß nicht warum. Könnt ihr ja mal dran riechen und mir mal sagen, ob das irgendjemand von euch auch so geht. Also hier ist irgendwas, was mich halt an meine Oma erinnert. Ich weiß nicht, was es ist.
keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das halt eine Nachtcreme und ich habe sie gerne benutzt, weil sie ziemlich leicht ist von der Konsistenz. Ob sie jetzt auch wirklich was tut, denke ich nicht. Also für mich darf es ruhig mittlerweile schon reichhaltiger sein, da ich halt doch ziemlich viele Falten habe mittlerweile schon. Und ich habe einfach das Gefühl, dass diese jetzt hier nicht reichhaltig genug ist für mich. Also da muss ich mal schauen, was ich so finde. Dann natürlich leer geworden die Dalli Haushaltskernseife, diese Dreierpacks, die ich immer kaufe. Ja, die kaufe ich immer, um meine Pinsel zu waschen. Habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich das ganz gerne mache und ich finde das auch sehr, sehr gut. Das Tolle daran ist eben, dass hier rück. Ja, genau. Hier die. Kann ich mehr sprechen. Das Gute hier dran ist, dass die halt extra überfettet ist. Das heißt, da sind irgendwelche Fette halt mit drin. Was halt ganz gut ist, damit die Pinsel nicht so. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr solche Pinsel habt, Echthaarpinsel. Ist das Echthaar? Ja, ich glaube ja. Echthaarpinsel, die dann eben so nach dem Waschen so auffedern und man braucht dann auf jeden Fall einen Brushguard, damit die Pinsel wieder schön anliegen. Das ist halt, wenn die Pinselhärchen zu trocken werden und deswegen sollte man halt auch immer mal, wenn man Echthaarpinsel hat, eine Spülung ruhig benutzen oder es gibt ja auch Leute, die mit Geschirrspülmittel und ein bisschen Öl das anmischen und damit reinigen. Halt dieses Öl ist halt einfach dazu da, dass diese Pinselhärchen auch gepflegt werden. Es ist klar, wenn die austrocknen, brechen die extrem schnell ab und fächern halt so auseinander, wenn sie trocknen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Von daher, ich benutze diese Kernseife schon jahrelang jetzt zum Pinsel waschen und bin absolut zufrieden. Meine Pinsel sind in Ordnung. Alles wunderbar. Wattepads leer gegangen natürlich. Dann ein Pröbchen leer geworden und zwar von Shiseido Ultimoon Power Infusion Concentrate. Das war halt so ein kleines Pröbchen. 5 Milliliter drin. Ich weiß jetzt auch leider nicht, wo das Teilchen dazu ist. Auf jeden Fall habe ich die leer gemacht, habe die auch abends benutzt, bevorzugt, als Serum halt. Konnte nichts feststellen, weder was Positives noch was Negatives. Das gleiche gilt für das Estée Lauder Advanced Night Repair Serum. Auch hier 7 Milliliter drin. Das habe ich eben auch abends dann so zwischendurch benutzt und bevor ich dann halt diese Pflege draufgegeben habe, weil ich halt, wie ich eben schon sagte, mir war das irgendwie nicht reichhaltig genug. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann probierst du mal die ganzen Pröbchen, die du so hast, eben aus an Serien, die man halt drunter aufträgt. Ja, konnte ich auch nichts entdecken, was mich jetzt dazu bewegt, dieses Produkt zu kaufen. Dann leer gegangen ein Concealer und zwar von Rival de Lube, der Natural Touch Concealer. Ja, habe ich mehrere von, habe ich auch noch, finde ich gut. Habe ich auch schon öfter erwähnt. Dann natürlich leer gegangen von Essence die Lash Base Mascara. Auch diese mag ich sehr, sehr gerne und habe ich mir auch eben wieder, ist also komplett leer, könnt ihr auch sehen. Habe ich mir schon wieder nachgekauft, habe ich auch in Benutzung. Und dann natürlich leer gegangen von The Body Shop, die Kamillenreinigungsbutter. Ich habe sie euch schon 20.000 Mal gezeigt. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ich euch immer dieselben Sachen wieder zeige, tatsächlich. Das natürlich aber auch ein Zeichen dafür ist, dass ich die Produkte wirklich mag. Das habe ich mir nicht wieder nachgekauft. Dazu werde ich später was sagen, denn ich habe ein anderes Produkt für mich gefunden, was viel, viel günstiger ist und das Gleiche tut. Und das war's dann auch erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns sehr, sehr bald wieder. Habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.